So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angekommen im Kapitel 4. Ja, die Treppe runter halt, ne? Wir gucken mal kurz auf die Aufgaben. Wir sind nämlich auf dem Weg zum Raid. Wir müssen ein Wasser-Pokémon fangen, ein Boden-Pokémon fangen und ein Bonbon mit dem Kumpel verdienen. Ja, Ramses! Wir sind jetzt bei 1,8 Kilometer von 3 Kilometern. Wir laufen mal fix zum Stadttheater, machen den Terrakium Raid. Vielleicht ist ja sogar noch ein Shiny dabei. Und in der Zwischenzeit kann natürlich der Buddy doch Bonbon mal laufen. Ich warte immer auf jeden und bin immer ein guter Mann, bis die Leute einen ans Bein pinkeln. So, da haben wir kurz noch den Raid mitgenommen. Der Thomas sitzt nämlich auch hier. 25,99, 25,98. Ist jetzt leider nichts. 25,34, 25,64. 25,69, 25,70. Hat jemand einen Shiny? Nein. Gut, wir können das ja einfach fangen für den Übergang. Wir wollen euch den Thomas aber nochmal zeigen. Ihr kennt den ja, der ist nämlich zurück. Guck, Thomas! Genau, so sieht's aus. Den Thomas, den kennt ihr noch aus früheren Raid-Tagen mit Lavados und so weiter. Und der ist auch sehr beliebt, ne? Liked mal alles seine Facebook-Seite, der hat nämlich keine. Abonniert seinen nicht vorhandenen Kanal. Der Ditschen raucht schon wieder so braunes Zeug, das riecht schon wieder so nach After. Und? Nö. Nix? Nö. Cool. Wir fangen jetzt auf jeden Fall und müssen dann auf jeden Fall noch einen Kumpelbonbon mal laufen und auf jeden Fall noch irgendwas fangen und dann auf jeden Fall noch mal ein Netto-Brötchen holen, ihr wisst Bescheid. So, stehen jetzt hier auf jeden Fall vom Netto, ne? Guckt, da der Ditschen, hat er sich auch mal eine Fassbrause gegönnt, wunderbar, weil... Ist wichtig, wenn es warm ist, ihr müsst viel trinken. Ihr schwitzt alles raus, ihr müsst viel trinken. Und da können wir gleich das Wasser-Pokémon fangen, was hier sitzt. Ein kleiner Pinguin. Den nehmen wir mit. Problem ist, hat er Kai, ne? Der nicht Kai heißt, sondern, ich hab's schon wieder vergessen, Steven? Hat auf jeden Fall auch am Theater gestanden nach dem Raid und gefragt, wo er hier ein Wasser-Pokémon herkriegen soll. Das ist nämlich sowieso komisch. Ach, nicht Wasser, Boden. Das hat der Kippen18 heute auch schon. Hä, wo kriege ich jetzt hier Boden-Pokémon her? Der hat die Aufgabe gelöst, indem er einen Onyx gefangen hat. Aber Onyx gehört jetzt nicht unbedingt zum Event. Ich weiß nicht, was hiervon noch Boden hat. Vielleicht das Hydropi. Weil Sumpex ist ja dann Wasser und Boden. Ist Hydropi auch schon Boden? Dann müsste man eigentlich nur ein Hydropi fangen und hätten Boden vielleicht auch fertig. So hätte man Wasser und Boden gleichzeitig machen können. Das müssen wir aber erstmal suchen. Wir haben hier auch noch 600 Meter für den Buddy, für das Bonbon. Das Hydropi sitzt im Park am Totholzhaufen. So heißt's. Müssen wir also darüber wieder, aber da führt uns ins Ederweg lang. Vielleicht kriegt man das noch und vielleicht ist dann die Bodenaufgabe auch schon gelöst. So, sind jetzt hier angekommen am Stop. Hier sitzt auf jeden Fall noch das Hydropi. Wir tippen es an. Und es ist natürlich nur Wasser, weil erst die Weiterentwicklung dann Boden ist. Jetzt habe ich keine Ahnung. Pikachu, nein, 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 gar nichts. Kinoso? Nee. Ist bestimmt auch Gift und Pflanze oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen aber trotzdem noch den Buddy-Kumpel. Das Buddy-Bonbon und das Boden-Pokémon müssen wir halt warten, ich weiß es nicht. Ich kann alles antippen, was hier rumsitzt, aber nichts davon ist Boden. Vielleicht haben wir trotzdem noch ein Pikachu dabei. Tauschen geht bestimmt nicht. Könnte man ausprobieren, aber ich weiß es nicht. Dann schlendere ich halt noch 10-mal durch die Stadt, bis ich vielleicht irgendwann ein Boden-Pokémon finde. Panflam dürfte auch nur Feuer sein. Genau, das ist ja eindeutig. So. Was ist Boden? Schreibt es mal in die Kommentare, aber bitte bevor ich eins gefangen habe, denn danach brauche ich es auch nicht mehr. Ich fange das Plinfer jetzt zur Überblendung und dann gucken wir mal, wenn wir ein Boden-Pokémon gefunden haben. Bis dahin ist auf jeden Fall auch das Bonbon vom Buddy voll. So, ich habe es ja natürlich jetzt ganz schlau gemacht. Ich habe mir einfach mal hier einen Rauch angemacht, den Rauch gezündet, ein Lockmodul noch dazu angemacht. Ich weiß selber nicht genau, auf was ich jetzt warte. Denn irgendwie erscheint alles, was auch in der Nearby-Liste ist, aber nicht das, was ich brauche. Ich bin langsam echt überfragt.
Ich probiere jetzt aber einfach trotzdem was aus. Wir fangen jetzt einfach mal an Hydropi vom Typ Wasser und entwickeln das, weil das Morabell ja wie gesagt Typ Boden ist. Vielleicht zählt das ja dazu. Das wäre auf jeden Fall übelst der Trick, um die schöne Aufgabe schnell und effektiv abzuschließen. Obwohl eigentlich, ich weiß es nicht, fange ein Pokémon. Aber wenn man eins ausbrütet, zählt das ja manchmal auch dazu. Deshalb, wir entwickeln es einfach, gucken, was passiert. Die spawnen ja eh überall, genügend Bonbons müssten auch da sein. Sonst weiß ich nicht, was jetzt noch angelockt werden soll, was Boden ist. Wenn ihr hier seht, ihr habt schon alles. Ihr könntet höchstens eins aus dem Raid versuchen zu ziehen, aber mehr als Modul und mehr als Rauch könnt ihr eigentlich auch nicht machen. Entwickle ein Pokémon. Hui! Da ist auf jeden Fall eine Aufgabe fertig geworden, aber nicht die mit dem Boden-Pokémon. Vielleicht ist aber eine Aufgabe fertig, wo ich eine Belohnung rausbekomme und kann da ein Boden-Pokémon rausziehen. So, ihr seht hier, Wasser-Boden zählt aber nicht. Wir lösen das mal ein und haben ein Schnäppke vom Typ Eis. Nehmen wir halt das Schnäppke mit. Ist trotzdem nicht das, was wir suchen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt ja irgendwann bei mir auch ein Onyx aus dem Lokmodul oder aus dem Rauch. Dann nehme ich halt das mit, weil ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Wir werden mal das Schnäppke. Ist auch schlecht. Gut. Hier geht's rück. Wir sammeln weiter. Da sitzt noch ein Häschen. Ist, glaube ich, auch kein Boden. Ist nur Typ normal. Keine Ahnung. Und die Pollen fliegen rum. Gönnt euch. Guckt euch mal die dicke, fette Katze an. Schnurgas haben wir auf jeden Fall hier. Das Gute ist, wir haben gerade ein Kotbrot getroffen. Er hat gemeint, auf dem Markt ist ein Lavita-Stop. Und Lavita ist ja Boden und Boden und Gestein. Ich weiß nicht, wieso ich da nicht drauf gekommen bin. Bei den anderen ganzen Kapiteln, sonst in jeder Nostalgie, habe ich immer gesagt, zur Not sucht euch einen Rocketstop mit dem jeweiligen Typ, dann könnt ihr das ganz easy abschließen. Dicke, jetzt bleibt die nicht drin. Diesmal bin ich nicht drauf gekommen, keine Ahnung. Ich versuche zu entwickeln, mache Rauch an, mache einen Stop an, aber einfach sich einen Rocketstop zu suchen, ist ja viel zu einfach. Katze ist auch abgehauen. Müssen wir hier hoch. Bei der roten Arena rechts daneben dieser Rocketstop, den ihr hier seht, Gedenkmal der jüdischen Opfer, Gedenktafel. Der ist aber nur noch 6 Minuten da gewesen. Das heißt, ich bin ein bisschen abgehetzt. Wir tippen auf dem Weg noch ein paar Charmian an. Vielleicht finden wir ja trotzdem ein Shiny. Wenn nicht, hoffe ich, wir schaffen das mit dem Stop. Was ist das? Das dürfte keiner sein. Unsichtbare Kräfte ist also Psycho. Hier vorne den brauchen wir. Jetzt haben wir ihn sogar. Dank der doppelten Distanz. Ich stelle euch einfach mal hier hin. Bei der Gasse. Wir nehmen Filet au Fisch, was auch sonst, hauen mal drauf, machen die Lavita kaputt. Sehr schön. Vor allem ist auch selten Lavita im Bodenstop. Normalerweise hat, also könnte ja diesen Gesteinssatz haben. Nee, ich glaube, ich laber wieder Mist. Nee, ich glaube, in dem Bodenstampfen ist, nee, wir bringen den Stein ins Rollen, ist auf jeden Fall Gestein und da kommt immer Lavita. Und bei in den Bodenstampfen können es natürlich mehrere sein, aber zum Glück ist es Lavita, das ist wenigstens auch noch nützlich. Und ich habe ja gesagt, der Kotbro, der ist immer gut dabei, wenn es um Rocketstops geht, der macht da reichlich was, der hat auch viele Hunderter schon erlöst, viele gute. Und wenn wir das Lavita eintüten können, ist auf jeden Fall das Kapitel fertig, denn auf dem Weg hier ist auch das Bonbon vom Buddy dazugekommen. Immer dieselbe Leier, wunderbar. Ich nehme euch mal auf, tun euch mal hier hoch. Ich muss dann wieder runter,
Ich habe die jetzt einfach da unten sitzen lassen, weil ich gesagt habe, ich muss mich beeilen, jetzt da hoch zu rennen. 9 Bälle haben wir auf jeden Fall. Boah. Und die Soße kommt runter. Jetzt müssen wir es aber auch fangen. Wir nehmen einfach mal eine goldene Beere. Wenn er mich jetzt abhaut, war alles für umsonst. So. Vielleicht soll ich euch doch abstellen nochmal und in Ruhe werfen. Wenn das jetzt rauskommt. Nee, es ist drin geblieben. Wunderbar. Also ist auch fertig. Da können wir es auch gleich bewerten. Ist natürlich schlecht. Ich weiß nicht, wie Kotbrot das immer macht. Guckt euch an, was ich krieg. Guckt, was der immer kriegt. Richtig geniale Sache, auf jeden Fall. Wir sind hier fertig, wie ihr sehen könnt. Holen wir einfach mal Bälle ab, Sternstaub holen wir ab. Hier haben wir noch eine Belohnung dabei, ein Pion Scorer, was ja auch shiny sein kann. Ist dann auf jeden Fall rot, sieht dann richtig genial aus. Ist jetzt hier leider kein shiny. Die Kapitelbelohnung haben wir auch noch. Oh. Vater, was geht ab? Pokémon. Dann heißt es immer, ist nur was für Erwachsene. Nee, ist genau richtig von Ramses, ne? Der kommt da ordentlich ins Schwitzen. Geht auch noch ein Ei auf. Fährt auch noch ein Auto. Wir sind hier übrigens wieder im Pappendicks-Gässchen. Immer noch bester Name. Felilu können wir auch mal kurz bewerten. Ist trotzdem Mist. Wir brauchen noch die Kapitelbelohnung. Ich glaube, es kommt eh keine Eieraufgabe mehr. Da können wir auch mal was Größeres reinpacken. So, Kapitelbelohnung 4 von 9. Das ist gerade mal ein Kapitel jetzt aus der Folge. Und ich bin schon so fertig mit den Nerven. Und wir haben ein Pliprin. Das war eigentlich logisch. Denn die anderen zwei Starter waren ja auch dabei. Jetzt sind die drei Starter auf jeden Fall durch. Mal gucken, wie es also dann weitergeht. Bei den nächsten Aufgaben im Endeffekt gibt es die 3 Endentwicklungen. Nee, das wäre aber zu krass. Das haben sie ja bei den anderen Dingern davor auch nicht gemacht. Ich sattel euch trotzdem mal wieder auf und laufe schon mal weiter, dass sie nicht so lange da unten warten müssen. Ist jetzt, glaube ich, auch drin. Jetzt ist mein Kopf so rot, wie der vom Ditschen immer. Ne? Wir bewerten es auch gleich mal. 98er Pliprin. Den markieren wir uns mal. So, nächstes Kapitel. Kapitel 5. Kämpfe gegen einen anderen Trainer. Fange ein Pokémon vom Typ Geist. Verwende 3 Bären beim Fangen von Pokémon. Wir nehmen einfach mal hier das Pikachu-Bild. Da hauen wir eine Beere drauf. Nehmen wir hier mal die Banane, damit es nicht rumfliegt. Jetzt weiß ich auch, wieso der Kotbrot gerade einen Geisterstopp gesucht hat. Ich glaube, den muss man auch wieder über den Rocketstopp machen, weil was bitte sitzen jetzt für Geister von der Sinnoh-Region rum? Ich glaube auch keine. Deswegen gute Sache, dass er Geist sucht, muss ich dann auch machen. Nehmen aber hier nochmal eine Beere für das Klibunge mit. So, nehmen wir noch eine Banane. Da noch draufgeschmissen, dann müsste das auch fertig sein. Gegen den anderen Trainer könnte ich wieder mit einem zweiten Account machen oder einfach in der Go Battle League oder wieder gegen die Sabrina, ich weiß es nicht, aber die zieht mich wieder ab. Ich glaube, um Zeit zu sparen, mache ich einfach gegen den zweiten Account, weil in der Go Battle League habe ich noch nicht gekämpft und will ich auch nicht. Da wollte ich mir mal Zeit nehmen und dann einen ganzen Durchgang machen von 0 bis 100. Ne? So, das ist fertig. Wir brauchen auf jeden Fall einen Geist. Alter. Suchen mal einen und melden uns zurück, wenn wir einen Geist gefunden haben. So, wir sind jetzt hier angekommen beim Freizeit- und Sport- und Freizeitzentrum. Und hier ist die Fun Arena. Guckt euch die mal an. Da drüben ist übrigens meine alte Schule. Hier kann man also Fußball spielen, Basketball spielen. Das hat komischerweise jetzt so einen roten Gumminippelboden. Und ja, da könnt ihr euch auch rumresteln und hier habe ich jetzt einen Rocket Stop gefunden. Der müsste auf jeden Fall vom Typ Geist sein. Bubu, hu, egal, wir drücken einfach mal drauf. Wir nehmen den einfach mal mit. Ich knie mich hier vor euch. So ein Stück muss gehen. Pupsi kam nämlich gerade, die wollte mich vom Theater abholen und ich habe gesagt, ob wir fix noch mal hier oben vorbei können. Wir müssen nämlich noch ein... Mein Gott, wie es halt einfach sehr effektiv ist gegen mich. Ich hätte halt einfach Despo da nehmen sollen oder so mit Bissknirscher, anstatt das zu nehmen, was da ist. Wir wollen auf jeden Fall jetzt noch einkaufen.
Wir wollen heute Burger machen, irgendwas und mal nach der Capital Bra Pizza schauen, wenn man das verraten darf. Gibt es ja jetzt zwei neue Sorten. Die würde ich natürlich auch mal testen für Ramses Kitchen. Vorher muss ich aber das Zwirklob noch verprügeln. Hoffen, dass das gut geht. Also mit zwei Mewtwo habe ich auch noch übrig. War halt jetzt nicht so schlau, Psycho zu nehmen gegen Geist. So, das ist auf jeden Fall weg. Wir haben auch zwei Schilde. Die nutzen ja eh keine Schilde. Die Bosse nutzen nur Schilde. Das nutzt kein Schild. Können wir also auch noch gut wegmachen. Fangen das ein. Dann brauchen wir ja eigentlich einen Trainerkampf. Vielleicht kann ich den auch wieder mit Pupsi machen. Mal gucken, wenn sie dann bessere Laune hat und nicht so überfallen wird von mir, geht das sicherlich. Wir laufen wieder zurück. Vor allem ist jedes Mal das Tor zu. Immer muss man durch den Zaun kriechen. Also ich verstehe das nicht. Anzeige ist raus auf jeden Fall. Ich kenne das ja. Hausfriedensbruch. Was geht ab? Wir fangen noch den Geist. Dann sind wir mal gespannt. Pupsi wollte schauen, dass sie irgendwo wendet und mich dann wieder abholt. Zack. Meiner Morsel hat YouTube Kacke gemacht mit dem Pennymarkt. Das wäre doch was zum im Livestream gucken. Diesmal wird es bestimmt nicht gesperrt, weil es ja diesmal von meiner Morsel ist und nicht mehr von Spiegel TV. Aber jeder, der auf Spiegel TV reagiert, bleibt einfach online. Und wenn ich darauf reagiere, werde ich direkt gestreikt. Keine Ahnung warum. Das haben wir auf jeden Fall auch fertig. Jetzt müssen wir noch kämpfen. Vielleicht fragt man doch die Sabrina, ich weiß es nicht. Ein Rematch, vielleicht gewinne ich ja dieses Mal. Ich lasse mir mal was einfallen. Bis gleich. So, wir sitzen bei mir hier im Hinterhof sozusagen. Ich habe jetzt mal hier gestartet ein Match in der Meisterliga gegen Sabrina Spiel. Ihr seht ja hier Steinzeug. Die war eben noch beschäftigt, hat nämlich das neue Ramses-Video geguckt, was heute online kam. Da wollte ich sie eigentlich nicht stören, aber wir haben das ja letztens mit ihr gemacht, haben da gekämpft und deswegen wollte ich das diesmal auch wieder machen. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe oder ob sie mich wieder eiskalt abzieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, sie hat die Einladung bekommen. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn der Kampf losgeht. Also wenn sie meine Videos verfolgt hat in letzter Zeit, als ich da immer rumgewühlt habe, weiß sie ja wahrscheinlich sowieso komplett, was ich nehme. Und ich habe keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall effektiv gegen mich. Ich mache aber auch ein bisschen Schaden. Das heißt, ich bleibe erstmal drin damit. Digga, wie schnell rotzt denn das hier seine Attacken raus? Ich glaube, ich muss mir auch einen Raikou gönnen, aber ich dachte, Raikou hat übelst wenig Verteidigung sinkt. Das ist natürlich noch besser. Jetzt kommt noch der dicke Wal. Raikou hat übelst wenig WP, dachte ich, deswegen ist er nicht so zu gebrauchen. Ich habe bei ihr leider noch nicht so viel PvP verfolgt, deswegen kenne ich ihre Teams nicht, was sie da immer so nimmt und mit was sie jetzt großartig kämpft. Ich wüsste auch gerade gar nicht, was ich sonst noch nehmen soll. Ich verkacke es bestimmt richtig. Wir lassen es mal durchgehen. Dann ist der zwar tot, aber ich brauche auf jeden Fall noch was anderes. Der. Wir nehmen mal die Jalga. Ich denke, die Jalga, der knallt auf jeden Fall richtig drauf. Auf den Fisch. Ne? Das sieht gut aus. Ich muss mein Schild aber aufheben. Im Endeffekt hat er hier jetzt Eisstrahl oder was. Der kann gar keinen Eisstrahl haben. Dann hat er eben keinen Eisstrahl. Wir haben aber auf jeden Fall noch eine Attacke voll. Sie hat noch zwei Schilde. Jetzt muss ich gucken, wenn sie Raikou hat. Das bringt mir eigentlich nichts. Oh, das Internet sackt rum. Wir machen mal hier Eisenschädel. Oh, ich war schon seit 100 Jahren nicht mehr gekämpft. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich drücken muss. Nimm mal raus, genau. Mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht kann ich dir das andere auch noch rausloggen. Diesmal muss ich es aber abwehren, sonst habe ich nämlich gleich gar nichts mehr zum Kämpfen. Ich glaube, sie geht auf jeden Fall taktischer ran. Sie ist ja auch schon mal, hat auch schon mal gewechselt, ne? Hat auf jeden Fall nicht sinnlos ihre Schilde rausgeballert. Der ist weg. Eine Attacke müsste voll sein. Ich habe gar nicht geguckt, was sie hat. Es hat auf jeden Fall geschrien. Klang, glaube ich, wie Giratina. Giratina, genau. Dann ist es gleich noch ein Kampf, Giratina gegen Giratina. Meins ist sehr effektiv. Sie haut eine Attacke raus. Meiner ist bestimmt tot. Ich komme mit meinem Giratina rein. Ich habe noch voll. Sie haut meinen weg.
Ich könnte es vielleicht schaffen mit dem letzten Giratina gegen ihr, wenn die Attacke schnell lädt. Wir nehmen auch die kleine Attacke, wenn die hoffentlich eher einsetzt als ihre. Macht sie. Wir nehmen also Unheilböen. So, und ich hoffe, das ist jetzt so ausreichend, dass der umfällt. Sieht sehr gut aus, sehr effektiv getroffen, ist down. Au! Ramse ist einfach mal hier die Sabrina aus der Hose geschossen, Alter, so muss er sein. Nein, alles gut. Letztens hat sie gewonnen, diesmal habe ich gewonnen. Ist einfach nur eine Glückssache, da sage ich nichts mehr dazu. So, dann ist das Kapitel im Prinzip auch schon fertig, oder? Dann können wir noch abholen hier eine TM, ein Sinostein, 500 Staub und natürlich eine Pokémon-Belohnung. Da könnten wir eigentlich auch aufstehen jetzt. Das mache ich gleich mal. Ich muss nur meinen Rucksack hier zurecht machen. Ich musste nämlich eben die Powerbank noch anschließen. Ein wildes Drifblon. Und das ist genial. Ich bin nämlich extra wegen dem Geist-Stop da hochgerannt. Und dann saß da oben neben dem Rocket-Stop-Typ-Geist auch ein Drifblon. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich fertig war mit der Aufgabe. So hätte ich eigentlich einfach das Drifblon fangen können. Hätte den Rocket-Stop gar nicht machen müssen. Jetzt fangen wir es hier. Ist als Kapitelbelohnung eigentlich relativ schwach, wenn ihr mal guckt, was es davor alles gegeben hat. Und jetzt ein Drifblon. Das ist ja eigentlich gar nichts. Wir bewerten es aber trotzdem mal. Vielleicht ist es ja ein gutes. Ist auf jeden Fall kein Shiny. Hätte aber eins sein können. Und wir sind im nächsten Kapitel, Kapitel Nummer 6, das ist das letzte für diese Folge. Gib deinem Kumpel 3 Snacks, mach einen Schnappschuss von einem Pokémon vom Typ Stahl und fange ein Pokémon vom Typ Stahl. Da fängt es schon wieder an. Wo sitzen denn Stahl-Pokémon rum? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sitzt hier ein Drifblon, ewig Geist gesucht und jetzt sitzt da ein Drifblon einfach rum. Ich glaube, das machen die mit Absicht. Jetzt suche ich Stahl und habe keine Ahnung, wo Stahl sitzt. Am besten also wieder einen Rocket Stop suchen oder was anderes anmachen. Wir fangen mal damit an. Jetzt will sie nochmal kämpfen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir melden uns zurück, wenn wir Stahl gesucht haben. So, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich es machen soll. Ich habe mal geguckt, ein Rocket Stop mit Typ Stahl ist nicht in der Nähe. Wir haben jetzt hier aber ein wildes Toxic-Kack. Das habe ich, glaube ich, aus dem Rauch gerade angelockt. Ich habe den Rauch auch mal angemacht. Ich habe heute einen Bolterus aus dem Rauch bekommen. Das ist Typ Stahl. Ist aber auch das Einzige, was ich aus dem ganzen Rauch bekommen habe. Deswegen nochmal Rauch an. Vielleicht findet man noch eins. Vielleicht findet man irgendwas anderes. Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich Eier brüten sollen, wenn man Bolterus brüten vielleicht. Dass das dazu zählt. Aber ich mache ja immer erst abends Geschenke. Deswegen kann ich jetzt keine Siebner Eier aufnehmen. Wir laufen mal zum neuen Strich. Strich 2.0. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Das können wir auch mal bewerten. Ist sogar ein 96er. Ich weiß jetzt gar nicht, kam das, saß das auf dem Markt oder kam das wirklich aus dem Rauch? Ich weiß aber trotzdem nicht, wo ich hier ein Stahl-Pokémon mitnehmen soll. Denn der Pinguin ist ja leider auch nur Wasser. Außerdem ist er gerade abgehauen. Laufen wir einfach mal weiter. Ich mache da oben mal ein paar Lockmodule an. Vielleicht finde ich noch einen Bolderus oder einen Bronzel. Bronzel geht auch. Bronzel habe ich, keine Ahnung, ob das aus der Aufgabe war. Habe auf jeden Fall einen Bronzel heute gefangen. Ich werd noch bekloppt. Guckt euch das an. Gestern überall rumgerannt, immer zu, es hat geregnet, dann hat es nicht mehr geregnet, dann habe ich geguckt und gemacht. Jetzt seht euch das an, hier einfach Boden-Pokémon, neben Pokémon, was sitzt hier, Geist-Pokémon, alles mögliche, alles was man braucht. Gestern ewig gesucht, dann selbst wenn ihr auf die Raids guckt, hier habt ihr Bolderus-Stahl, hier habt ihr Bronzong, Stahl, ihr habt hier Cognodon, Boden, alles mögliche, ihr könnt so viel machen jetzt. Und ich habe mich gestern dumm und dämlich gesucht, weil ich bescheuert bin. Denn Sabrina hat mir dann den Tipp gegeben, wieso ich nicht einfach das Magnetmodul anmache. Ich habe ja die ganze Zeit noch Stahl gesucht. Und ich habe gedacht, wo finde ich Stahl? Ich finde kein Stahl-Pokémon. Und was wäre die Lösung gewesen? Ihr habt in der Aufgabe davor ein Magnetmodul bekommen. Da hätte man das ja einfach zünden können, auch für all die Leute, die einen Boden-Pokémon gesucht haben. Macht doch einfach ein Stahl, also ein Magnetmodul an. Da könnt ihr Boden-Pokémon bekommen, wie Dickda oder Knogger, irgendwas, keine Ahnung. Und vor allem könnt ihr Stahl daraus bekommen.
Also wenn ihr nicht auf die Rocketstops setzen könnt, dann setzt wenigstens auf die Module, auf die richtigen Module, nicht auf die allgemeinen. Das ist totaler Quatsch. Ich weiß gar nicht, ich habe das extra noch abgeholt in der Aufgabe, habe gesagt, okay, hier Magnetmodul, wunderbar. Und dann setze ich's nicht ein. Und dann frustriere ich da komplett und sage, guck dir das an, wo nimmst du jetzt Stahl her? Alle anderen verzweifeln an Boden. Nach Boden sagen sie, ja, bei Stahl verzweifle ich nochmal. Alles richtig Quatsch, richtig dämlich. Aber Sabrina hat mir den Tipp gegeben, danke dafür nochmal. Mittlerweile habe ich ihn schon überall gelesen, ich habe es gestern noch aufgegeben. Habe jetzt frühs weitergemacht, beziehungsweise mach frühs weiter. Und direkt als ich aufgestanden bin um 4, ich konnte irgendwie nicht mehr schlafen, sitzt am Homespot auch noch ein Schilderus. Jetzt habe ich das Schilderus gefangen gehabt. Deswegen ist das mit dem Stahl auch schon fertig. Ich will euch das mit dem Stahl auch mal zeigen. Hier ist das Schilderus. Wir sollen nämlich auch noch einen Schnappschuss machen vom Stahl-Pokémon. Machen wir hier vor dem Mülleimer. So, fertig. Ist das nämlich auch fertig. Das Schilderus, was mir den Tag gerettet hat. Und jetzt dem Snack noch 3 Kumpels geben, genau. Dem Kumpel noch 3 Snacks geben und dann ist das Kapitel fertig. Genau das letzte Stück, was noch gefehlt hat. Und dann kann ich auch endlich Kapitel 4, 5 und 6 zurechtschneiden und hochladen. Danach nochmal raus, Kapitel 7, 8 und 9 machen. Ich hau einfach beides heute raus. Eins tagsüber, eins abends. Und dass morgen komplett alles für C-Day ist. Ob ich nun heute die 2 mache oder eine heute und eine morgen. Dann mache ich halt morgen dann abends was anderes. Auf jeden Fall würde das Sonntag und Samstag jetzt alles online kommen. Ich habe gesehen auf jeden Fall gestern, die Folge kam sehr gut an. Hat jetzt schon auch über 600 Aufrufe. Sabrina hat ja auch gesagt beim letzten Mal, wenn du die so spät dann raushaust, interessiert das ja keinen mehr, wenn jeder fertig ist. Ja, ich sehe gerade, ich habe meinen Offline-Modus drin und WLAN. Vielleicht sollte ich es mal ausmachen, dass mein Internet besser ist und ich überhaupt eine Verbindung habe. Mach mal nochmal einen Screen kurz, vielleicht kann ja da noch ein Farbigel auftauchen. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier fertig. Nehm mal die Belohnungen mit. Nochmal Bälle, Staub, 2 Belohnungen haben wir noch. Ein Boden-Pokémon, genau, ein Hippopotas als Belohnung natürlich. Das immer nur, um einen zu ärgern. Genau das, was man die ganze Zeit gebraucht hat und gesucht hat, geben sie dir dann am Ende als Belohnung. Es hat die ganze Zeit geregnet auch, heute früh noch, die ganze Nacht durch, deswegen ist es einfach alles nass. Das bewerten wir aber auch mal kurz. Hat sogar relativ gute Werte und die Kapitelbelohnung holen wir noch ab. Und dann haben wir es geschafft, sind wir endlich fertig mit Kapitel 6. Ist das hoffentlich? Hoffentlich nicht. Wenn ich mich jetzt vertan habe und da das Schilderus, das zweite, das Stahl. Also es sind genau die Sachen, die gefehlt haben. Das tut man noch rein, da hätte man auch eine gelbe Beere nehmen können. Haben wir jetzt vergessen. Ist natürlich so früh, keiner ist da, keiner ist unterwegs. Ditschen ist auch nicht da. Pupsi ist da, aber die geht gleich. Deswegen, die musste ich alleine liegen lassen, weil ich nicht mehr schlafen konnte. 12, 12, 12, so wie es aussieht. Und ist das jetzt hier fertig, sind wir jetzt genau Kapitel 7. Das gucken wir uns aber dann an. In der nächsten Folge, das war es jetzt von meiner Seite aus, danke nochmal an Sabrina natürlich auch, die mit mir die Kämpfe immer macht oder gemacht hat oder sonst wie. Und macht's auf jeden Fall nicht wie ich, macht's euch nicht so schwer. Sucht einen Rocketstop einfach oder macht ein Magnetmodul an. Vielleicht schafft ihr da sogar beide Sachen in der halben Stunde, wo das Magnetmodul läuft. Ansonsten viel Spaß weiterhin, auf eine gute Ausbeute. Vielleicht kriegt ihr einen Shiny oder habt schon einen Shiny oder habt irgendwas. Der Geitsch hat mir geschickt, der hat einen Shiny Bronzel bekommen auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Schon wieder auf jeden Fall, immer zu auf jeden Fall. Jetzt laufe ich auch noch rückwärts. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und, ja, das war's.